Three-Headed Monkey Stage, unserer Planke. Ich freue mich, dass ihr da seid. Der Vortrag schließt ein bisschen an den vorigen an und überhaupt dieser frühe Nachmittag leitet so einen Tag ein, der allgemein um Nachhaltigkeit sich im weitesten Sinne beschäftigt. Und da geht es heute weiter, oder jetzt geht es weiter damit, und zwar mit konviviale Software vor und jenseits des digitalen Kapitalismus. Und es beschäftigt sich im Allgemeinen, geht es eben, wie gesagt, schon ums Thema Nachhaltigkeit und Software und was man da auch vielleicht schon lernen kann von den Bewegungen, die es gerade im Bereich freie Software schon gibt. Und ich bin sehr glücklich, Nikolas hier begrüßen zu dürfen bei uns auf der Bühne und wünsche mir von euch allen einen schönen Willkommensapplaus für Nikolas. Vielen Dank. Vielen Dank alle, vielen Dank an der Technik und an euch fürs Dasein. Also der Titel ist ein bisschen kryptisch, aber ich werde es auch erklären, worum es geht. Und das ist auf jeden Fall, das hat viel zu tun mit, was Anja vor mir jetzt schon diskutiert hat. Der Punkt ist, ein bisschen zu diskutieren, ein bisschen weiter als von, also ich weiß nicht, wie viel von euch so jetzt einen Vortrag vorher gesehen haben, aber diese Diskussion zum ökologische und sozialökologische Folgen von Digitalisierung und was wir damit tun und wie kann man so das Ganze da gestalten. Ich bin auch, wie Anja, die von mir gesprochen hat, vom Konzeptwerk Neue Ökonomie, also einem Verein in Leipzig, und wir arbeiten zu sozialökologische Transformation und im Bereich Digitalisierung, diese ganze große Fragenkomplex, gibt es viel da zu sagen und sehr viele interessante Fragen. Und mein Ziel jetzt heute ist, zu zeigen, wie was passiert auf diese beiden Seiten, was passiert ist ein bisschen in die ökologische Bewegung und in die Tech-Bewegung und wie kann man das zusammen verknüpfen, weil es gibt so interessante Punkte, wo das viel zusammen zu tun hat. Ich fange an mit einer kleinen Mindmap von was ich meine, was ich versuche jetzt zu erklären und werde immer wieder drüber kommen. Der Punkt ist, dass wir sind jetzt so, wir sind hier so in so einem Moment, wo sehr viel passiert, wo mehr und mehr so digitalisiert wird, und das ist alles ziemlich stark von Großkonzernen, von die sogenannte GAFAs oder GAFAM gesteuert, also Google, Amazon und so weiter. Es funktioniert bisher also ganz stark in die Massen, dass mehr und mehr so wird digital gemacht im Rahmen vom Kapitalismus. Das heißt auch mit Zwecke, die dann Profitorientierung sind und nicht so Gemeinwohlorientierung oder irgendwas, das irgendwie eher von den bedarften Menschen ausgeht. Und in diesem Rahmen spielt Wachstum eine große Rolle. Das hat Anja auch von mir so schon deutlich gemacht. Und nicht irgendwie so, wir werden dann ein bisschen gucken, so, was da abläuft und was passiert da mit Digitalisierung. Und wie das irgendwie so eine große Rolle spielt in der Gestaltung von Digitalisierung gerade. Gibt es auch neben diese Entwicklung so eine andere Geschichte irgendwie, und das ist nämlich auf die Tech-Seite die Geschichte der FOSS-Bewegung, das in den 90er so entstanden ist, wo sehr viel diskutiert wurde um Free und Open Source Software. Und da wurde sehr viel gemacht, und das ist natürlich noch sehr stark, aber jetzt ist es also ist trotzdem noch nicht eine Mehrheit von Leuten, die GNU-Linux-Systeme nutzen oder andere offene Systeme. Und das ist irgendwie noch, also obwohl relativ bekannt, noch ein bisschen eine Nische.
Aber da sind sehr viele wichtige Ideen und wir werden das diskutieren. Und das ist eher die Tech-Seite und dann gibt es auch die ökologische Seite. Und da in die politische Ökologie gab es sehr viele Diskussionen auch zum Kapitalismus, zur Rolle von Konzernen und wo wird was entschieden und was sind die ökologischen Folgen von allgemeinem Produktivismus, könnte man sagen. Also die Steigerung von Produktion, die jetzt immer weitergeht. Genau. Und das heißt, es gibt diese Bewegung, es gibt diese Entwicklung, wo einfach so immer weiter, immer mehr gemacht wird, aber ein bisschen diese Szenen, diese Nischen, wo viel diskutiert wird, zum was anderes, zum irgendwie die Welt so anders gestalten. Und die Frage ist ein bisschen, wie kann man so da voneinander lernen und gucken, wie könnte so ein anderes Ziel aussehen. Das ist, was ich versuche jetzt auf die rechte Seite zu beschreiben, irgendwie was passiert. Jetzt ein bisschen laut. Was nach dem Ende des Wachstums passiert. Und da ist auf einer Seite eine Frage, ob das passiert, ob wir wollen, dass Wachstum zu Ende kommt, aber auch eine ökologische Frage von Wachstum kommt sowieso zu Ende. Und was hier rechts steht, ist ein bisschen diese Frage, was passiert, wenn so dieses System nicht mehr so funktioniert. Es gibt einfach Wachstum und Reichtum und Wohlstand wird produziert. Und wie die Ideen, also die Probleme, die da sind, könnten gelöst werden durch Ideen, die schon existieren in die Ökologie-Szene und auch in die Tech-Szene. Ich fange an jetzt mit diesem Rahmen. Ich mache das vielleicht kurz, weil Anja schon viel erklärt hat vor mir. Aber mir ist wichtig zu sagen, dass in diese Problematik ich sehe schon so IT und Kommunikationsmittel und so als etwas, das eher alt ist und auch so seit lang mit technischer und ökonomischer Entwicklung verbunden war. Und das hat, ja, so, da seht ihr ein bisschen so Telegraph, so um Jahrhundertwende, also Anfang der 20. Jahrhundert. Und da gab es schon sehr viel Kommunikationsmittel. Und das war sozusagen immer da in dieser Entwicklung und dann hat sich weiterentwickelt. Und was wichtig ist, ist, dass das hat sich schon deutlich verändert. Also erstmal gab es wirklich dann, nach dem Krieg gab es dann diese große Entwicklung und Rechner und dann die wurden für viel mehr Menschen zugänglich. Aber trotzdem gibt es einen wichtigen Unterschied. Und das ist mit der Entstehung von wirklich digitaler Kapitalismus. Wenn mehr und mehr Leute so Zugang zum Computers gekriegt haben, hat sich ein Markt entwickelt, könnte man sagen, aber auch so ganz viele Neuigkeiten, Möglichkeiten. Und da gab es schon die erste Versuche, dass einfach diese ganze Computerkram so wirklich zu integrieren im Kapitalismus, sodass die Massen von Leuten so Computers haben und das nützen. Und es gab diese berühmte Dotcom-Blase und ist alles in die Hose gegangen. Aber da mit dieser Krise um ein Jahr 2000 ist auch etwas Neues entstanden. Und das ist, dass es wurde dann klar, dass eigentlich, womit man gut Profit machen kann, ist nicht einfach Software schreiben und dann verkaufen, weil das machen andere Menschen zum Beispiel für gratis und oft besser. Aber was da ganz wichtig ist für Profit machen, ist dann Daten. Mit Daten kann man sehr viel tun. Und da hat zum Beispiel Google eine sehr große Rolle gespielt, irgendwie als Vorreiter zu zeigen, wie kann man Daten nutzen, um Profit zu erzeugen. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Das, also
dass jetzt diese, der Moment, wo wir sind, so sehr, sehr prägt, dass es geht jetzt alles um Daten und es wird oft gesagt, so Daten sind das neue Öl. Und dann ein bisschen Debatte, so stimmt das oder nicht. Ich mag schon diese, dieses Vergleich, ich finde es schon treffend, nämlich weil das wirklich so ein Treibstoff von digitaler Kapitalismus ist, dass die Großkonzernen, die gerade sehr, sehr viel Profit machen, die funktionieren nur, weil die Zugang zu riesigen Massen an Daten haben. Das ist ein sehr wichtiges Mechanismus und das heißt sehr viel, dass gemacht wird, dass angeboten wird, ist hat zu tun mit Daten, mehr Daten produzieren. Wie kann ich mehr Menschen dazu zwingen oder so, mehr Daten zu produzieren oder mehr Daten preiszugeben. Und gerade also werden Daten auch sehr viel benutzt, auch so sehr krasse neue Technologien und es ist manchmal, es kommt auch mit ganz viel Enthusiasmus und das ist alles sehr beeindruckend, was passiert. Aber da in die Diskussion zum Daten wird oft vergessen, dass Daten auch so, so materiell sind. Es gibt eine ganze Infrastruktur, um diese Daten zu transportieren, zu erzeugen und so weiter. Also die ganze Kabel in das Internet und unsere ganze Rechner und alles so weiter. Das ist irgendwie, also um diesen Vergleich mit Öl noch ein bisschen weiter zu treiben, ist ein bisschen so ein Extraktivismus, ein neuer Extraktivismus, anstatt fossile Energieträgern so zu extrahieren aus dem Boden, dann kann man Daten extrahieren aus den Menschen. Das ist ein bisschen ein Rahmen, wo wir sind. Dann ist die Frage, was da hier funktioniert. Und da ist diese Frage von Wachstum. Und Wachstum und Digitalisierung kommen also stark verbunden, im Sinne, dass es gibt eine neue Bewegung im Sinne von, also Anja hat darüber gesprochen mit Dematerialisierung. Es gibt so einen Versuch, sozusagen Wachstum zu retten durch Digitalisierung, in dem es gab ein Problem und das war klar durch unterschiedliche Krisen, dass industrielle Wachstum so nicht mehr so gut funktioniert. Und da war ein bisschen die Frage, wie kann man noch, wie können so Volkswirtschaften weiter wachsen oder wie können Unternehmen weiter wachsen? Und da bietet Digitalisierung eine Lösung an. Das ist also ganz viele neue Sachen und das ist auch so also Sachen, die Anja vorher so gezeigt hat. Also mehr Konsum und Werbung und alles so weiter, aber auch so mehr Formen von Dienstleistungen und so. Das heißt, dass das irgendwie sehr stark verbunden ist. Und diese Wachstum, also ja, das ist schon, ja. Diese Frage von Wachstum und was passiert damit, was treibt diese Linie hoch, das ist das, was da wir haben und diese Frage, was da passiert mit Dematerialisierung. Also können wir irgendwie weitergehen, ohne Materialbedarf also zu steigen? Genau, und ein Punkt ist, dass das ist eine Sichtbarkeitsfrage, dass Sachen nicht so dematerialisiert werden, sondern irgendwie woanders rematerialisiert ist. Es gibt so ein Datencenter ganz weit weg von mir, ich sehe das nicht. Und da passiert alles, was ich da tue im Internet und meine Internet-Einkauf und weiß ich. Das heißt, das ist eher eine Ortsveränderung als eine echte Dematerialisierung. Also von Wachstum habe ich jetzt schon geredet. Was damit herkommt, ist also eine... Genau, Datensammelwut, sodass mehr und mehr Daten zusammengestellt werden.
Genau, und das hat alles, also das ist irgendwie ein Rahmen, wo, wo Digitalisierung den Kapitalismus verändert oder so ein Spiel für große Unternehmen verändert. Und da, das kommt mit einigen Problemen. Und die Probleme sind, also wir reden darüber in so Wachstumskritik, gibt es viele Formen von Wachstumskritik. Ich glaube, jetzt hat Anja vorher ganz viel gesagt zum Problemen damit. Eigentlich ist so Wachstum kommt mit diese oder so, wenn man so wirtschaften will, dann braucht man so diese also ganz viel Rohstoffe, ganz viel Energie in sehr, sehr viele unterschiedliche Bereiche. Und das verursacht Zerstörung der Natur. Und diese Probleme sind am meisten im globalen Süden zu spüren, aber auch hier. Dieses Bild zum Beispiel ist ein Braunkohletagebau hier in Deutschland, im Rheinland, in der Region von Köln. Und da wird auch so ganz viel zerstört, um fossile Energieträger aus dem Boden auszuholen. Genau, das ist ein gutes Beispiel hier, relativ nah, was passiert, wenn man so diese ganze, also immer mehr Energie braucht, um Wachstum voranzutreiben. Es gibt auch eine sozialökonomische Kritik an Wachstum, und das ist nämlich, dass Wachstum eigentlich wird oft beschrieben als etwas, das gut für uns alle ist, und dann dadurch entsteht mehr Reichtum, mehr Wohlstand. Das Problem ist, dass, wie das funktioniert, ist eigentlich ungerecht. Und das ist tendenziell eher mehr Wohlstand, mehr Reichtum für weniger Menschen und eigentlich eher mehr Probleme und mehr Armut für mehr Leute. Da wieder gibt es soziale Ungleichheiten, also Ungerechtigkeit, die auch global so verteilt ist, dass tendenziell ein Reichtum sich im globalen Norden konzentriert, aber auch in reicheren Gesellschaften gibt es natürlich diese sozialökonomischen Probleme, die immer verschärft werden von dieser Wachstumsideologie. Dann gibt es auch eine kulturelle Wachstumskritik, und das ist nämlich das, was alles passiert, und dieser Druck, dieser Leistungsdruck, die uns alle berührt, so für uns problematisch ist, weil dadurch werden unser Leben auch verändert. Und da ist ein großes Problem in Bezug auf Digitalisierung, dass die Grenzen zwischen Arbeit und Privatleben so oft verschmelzen. Und da soll man dann jetzt so mit dem Smartphone immer erreichbar sein, und dann kann man auch am Wochenende angerufen werden und sowas. Das bietet so einen Rahmen an, wo das ist schwieriger, sich abzugrenzen, wo das ist dann mehr und mehr so eine Situation, wo Menschen immer mehr arbeiten müssen, um diese Wachstum voranzutreiben, und dass das dann unser persönliches Leben, auch unsere Gesellschaft verändert. Genau. Das war irgendwie sozusagen ein grober Rahmen mit so Kapitalismus und Wachstum. Und jetzt können wir ein bisschen so gucken, was da bei der politischen Ökologie passiert ist, im Sinne von Kritik davon und so Vorschläge, um da rauszukommen aus diesen Problemen. Und ein Vorschlag da ist zu sagen, ja, sehr viele Probleme haben als Ursache diese Wachstumswänge, und das müssen wir brechen. Da ist irgendwie so eine, also zwei Haltungen sind da möglich, und eine Haltung ist zu sagen, ja, diese Wachstumswänge und Wachstum an sich so problematisch ist, und wir wollen das nicht mehr und wollen einfach einen anderen Weg so gehen. Aber es gibt auch eine andere Perspektive, die ich ganz interessant finde, die sagt, das kommt sowieso und wir müssen uns vorbereiten. Und das ist nämlich, wenn man guckt an ökologische Probleme, die von Wachstum verursacht werden, und diese Frage von Entkopplung, dass wir können nicht so komplett Wirtschaftswachstum so entkoppeln von
Rohstoffe und Energiebedarf, dann, das heißt, das kann nicht so weitergehen. Das kann nicht ohne Ende, also Wirtschaft kann nicht ohne Ende wachsen auf eine endliche Planete. Genau, und das heißt, wir müssen sowieso was tun. Und da ist ein Versuch in so diese Postwachstum- oder Degrowth-Diskurs Ideen zu entwickeln, die sagen so, die zeigen, was wir tun können und wie wir dann uns anders organisieren können, um nicht im Rahmen vom Kapitalismus und Wachstumszwänge zu arbeiten und unser Leben zu gestalten. Genau, das ist irgendwie so ein bisschen eine dunkle Perspektive in der Zukunft. Irgendwie die Krise wird bleiben und sich schlimmer werden, aber dazu können wir uns auch freuen, weil eigentlich das heißt, wir müssen auch nicht so viel tun. Wir können auch weniger arbeiten, das würde die Planet gut tun und auch uns. Das ist irgendwie so eine veränderte Perspektive. Dann gibt es die Frage, also die komplizierte Frage von was kommt danach, was machen wir und die Frage, ob Kapitalismus überhaupt ohne Wachstum möglich ist, weil da wäre die Diskussion so und manche Leute glauben, das ist ja möglich. Ich würde sagen eher nein, dass Kapitalismus an Wachstum angewiesen ist und das heißt, wenn ein Wachstum nicht mehr da ist, dann wird sich alles verändern. Und da ist das Problem, dass alles, was das Kapitalismus anbieten kann, sind Sachen, die auf diese steigende Produktion von Reichtum beruht. Genau, es ist ziemlich schwer, sich zu vorstellen, so wie das aussehen könnte, aber es ist immer schwierig, so utopisch zu denken. Aber da ist es wichtig zu sehen, was unsere Ziele sind. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen über Kriterien reden, über die Ideen, so, welche Kriterien haben wir, um uns zu orientieren in so eine Veränderung. Und das geht da um diese Frage von Konvivialität und diesen Begriff Konvivialität. Das ist entstanden im Rahmen, eigentlich kommt von Ivan Illich, ein Philosoph, und der hat darüber geschrieben, der hat erklärt, dass das Produktivismus ein Problem war und sich Gedanken gemacht, wie könnte Technik anders aussehen. Und dadurch dieses Begriff ist entstanden und Konvivialität ist einfach so ein Konzept, das versucht zu erklären, Technik ist oft etwas, das uns herrscht und wir wollen eigentlich eine Technik, die wir nutzen können. Also nicht, dass das emanzipatorisch so benutzt werden kann, dass Leute eigentlich damit was tun, was sie tun wollen und nicht gezwungen werden, was tun, um die Technik zu bedienen. Als kurzes Stichwort mag ich sehr gerne dieses Konzept von Aneignung anstatt so Anpassung an eine Realität, die uns gegeben ist. Genau, und da gibt es Leute, die sich Gedanken gemacht haben, zu welchen Kriterien wir haben. Und es ist interessant, weil diese Kriterien, die überhaupt nicht am Anfang im Digitalbereich waren, können wir gucken von der Softwareperspektive, um zu gucken, was das würde heißen. Und da sind fünf Kriterien, die ich gelistet habe, und das sind so, also Verbundenheit, das ist die Frage, kann man unterschiedliche Fragen darstellen, das geht aber um Verhältnisse zwischen Menschen, also wie wir interagieren, aber auch Herrschaftsverhältnisse, was das tut zwischen uns. Zugänglichkeit ist eine Frage von Nutzung von dieser Technik. Und versucht zu zeigen, wo die Probleme sind und was kann anders werden im Sinne von, wer nützt diese Technik und wer kann diese Technik sich aneignen. Anpassungsfähigkeit ist auch so eine Frage von Unabhängigkeit, Anpassung an die, an was wir tun wollen. Dann gibt es also eine sehr klare so ökologische Frage, das ist die Biointeraktion, was das tut
mit unserer Umwelt? Und eine Frage von Angemessenheit, das heißt, nutzen wir eigentlich die richtige Technik für die richtigen Probleme? Und davon, also wenn man diese Kriterien hat, kann man so eine Matrix so schreiben, das ist so ein bisschen wie ein kleines Spielchen, kann man einfach so etwa ein Beispiel nehmen, so eine Technik, und das könnte also ein oft benutztes Beispiel für moderne Technik wäre ein Smartphone, und dann nimmt man sein Smartphone und versucht so diese Fragen zu beantworten. Dadurch also kriegt diese Technik, also mein Smartphone zum Beispiel, wird dann Punkte kriegen für, ist das besser oder ist das schlechter in Bezug auf diese Fragen. Und dann kann ich bewerten, so, was der Stand ist, wo die Probleme sind oder wo das eigentlich nicht so schlecht ist. Und da genau sind diese Kriterien so ein bisschen ausführlicher gemacht mit Fragen. Also da ist, also 5 heißt ganz schlecht und 1 ist am besten, gibt man Punkte und dann kann man zusammen zahlen, zu sehen, wo das Ding ist. Und da sieht man zum Beispiel, dass wenn man an Software denkt, also ist die Frage, wenn diese Matrix, also diese Kriterien so nützlich sind von der ökologischen Perspektive, ist die Frage von der Tech-Perspektive, deckt das alles, was wir decken wollen? Sind das die richtigen Fragen? Oder wie schneidet dann digitale Technik ab? Und vor allem Software ist ein bisschen komplizierter, weil da ist sehr viel möglich, aber Software kommt dann immer verbunden mit Hardware, das nicht unbedingt gleich zu bewerten ist. Also zum Beispiel hier in diese Bio-Interaktion-Frage gibt es so Fragen zum, also wirklich, was das macht mit Ökosystemen oder Luft und Wasser und so. Und ich würde sagen, wenn wir über Software reden, dann ist diese Frage nicht direkt an Software, die wir schreiben, bezogen, sehr oft, aber auch an Hardware, das es braucht. Und da wird es kompliziert, aber das ist auch eine sehr interessante Frage, weil das macht klar die Verbindung zum, was alles gebraucht ist. Das heißt, wenn ich halt zum Beispiel schreibe ein Programm und das ist top, das macht sehr... es macht genau, was ich wollte, aber das braucht sehr viele, das ist sehr rechenintensiv zum Beispiel. Und das ist vielleicht kein Problem für mich, weil ich sage, okay, ich habe ein sehr, sehr gutes Computer, es läuft irgendwie nicht so lange und dann habe ich mein Ergebnis, sehr gut, aber wenn das so rechenintensiv ist, dann vielleicht kann ich das nur auf meinen super fancy Computer nutzen und nicht auf so ein ganz altes Computer. Und warum nicht? Einfach, weil das so entwickelt wurde, dass das nicht möglich ist auf diese alte, langsamere Rechner. Aber diese alte, langsamere Rechner hat auch so weniger, also dafür, für um die Erstellung von dieser alten Computer, vielleicht so weniger Rohstoffe und weniger Energie gebraucht. Und das heißt, es gibt so diese Verbindung zum, was dafür gebraucht ist, das ein bisschen so indirekt ist, nicht so direkt. Es gibt Fragen, die da sehr direkt sind, und ich glaube, wenn man sich das anguckt, ist klar, dass Open Source Software, also FOSS Software, so da bei manchen Sachen sehr gut abschneidet, zum Beispiel, wenn man über Zugänglichkeit redet, also ist das offen, ist das einfach zu lernen? Es gibt auch die Frage von Reparierbarkeit und Kontrollierbarkeit. Und das sind genau die Sachen, die da sind, wenn man FOSS-Software nutzt. Das heißt, also ein Stück von diesem Impuls, so irgendwie Kriterien zu haben für bessere Technik, ist auch da in die Free Software Community und sehr ähnlich wie was Leute, die eigentlich Ökologie im Kopf hatten, so sich gedacht haben. Genau, also das ist interessant, das zu tun, und ich glaube, um das so richtig zu nutzen auf Software, müsste man dann noch anpassen und vielleicht Fragen ein bisschen anders formulieren, aber ich finde es wichtig, auch die im Kopf zu halten, weil die sehr viel decken.
Genau, und sehr viel sichtbar machen auch. Genau. Dann, wenn man diese Kriterien hat, ist die Frage so, was passiert jetzt bei freien Open Source Software? Was sind da die wichtigen Prinzipien? Und wie gesagt, so die Probleme, die ich vorher genannt habe, die sind auch adressiert durch Prinzipien, die in den FOSS-Community so verbreitet sind. Und also für mich ist sehr wichtig, so kollaborative Entwicklung, dass das wirklich eine Zusammenarbeit ist und nicht so von oben gegeben, sozusagen so in einen Konzern geschrieben, also Software wird dann geschrieben in einen englischen Großkonzern, es ist geheim, was passiert, und dann wird einfach gegeben an uns und wir nützen nur. Und das ist wirklich gar nicht partizipativ und das ist ein wichtiges Teil von dieser Gestaltung und dieser Entscheidung, was macht Software und wie funktioniert es, dass das kollaborativ ist. Genau, und dass dann alles dazu noch offen ist, so offene Standards, die gefolgt werden und dass das Quellcode auch offen ist, ist auch sehr wichtig. Und das ist aber nicht nur so an sich gut, aber das ist auch etwas, das eine bessere Analyse ermöglicht, das heißt ein besseres Kontroll. Das heißt, wenn wir alle also als Community so teilnehmen an die Entwicklung von Software, heißt auch, dass die Community kann auch entscheiden, so zum Beispiel Software ökologischer zu gestalten oder aufzupassen, welche Algorithmen so ausgewählt wurden, die nicht so rechenintensiv werden und sowas. Das sind da auch so sehr wichtige Kriterien und da sieht man schon so sehr viele Ähnlichkeiten und auch so ein bisschen, ich glaube, eine ähnliche Weltanschauung auch bei den Tech-Community und das war sehr stark in dem Bild von den Tech-Community in den 90er, also wirklich diese Wille nach so Autonomie, nach einfach selber Software machen und nicht abhängig sein. Und das ist ein wichtiger Punkt und das ist wirklich sehr ähnlich, wie was man findet bei Leuten, die sich zum ökologischen Fragen so Gedanken machen. Genau. Da ist eine Frage so ein bisschen komplizierter, ja? Und das ist diese Frage von Daten und wie viele Daten nutzen wir. Das ist ein sehr interessantes Problem, wo ich würde sagen, aus sozialökologischer Sicht ist die Antwort relativ klar. Das wäre Datensparsamkeit, also irgendwie wir wollen nicht so viele Daten produzieren, transportieren und alles. Aber natürlich, das kann ein bisschen so in der Widerspruch raten mit die Tech-Perspektive, weil natürlich sehr viel technisch möglich ist, wenn man so Zugang zu großen Massen an Daten hat. Das heißt, vielleicht gibt es so Anwendungen, die sehr viele Daten brauchen, die wir alle sehr cool finden oder wir bewundern das. Und dann kommt die Frage, vielleicht eigentlich, es wäre ja top, aber wir haben dafür nicht die Energie oder die Rohstoffe oder wir wollen die Energie und die Rohstoffe nicht nutzen dafür, weil die sind knapp. Und eigentlich sollten wir damit etwas anderes machen. Also es gibt auf jeden Fall so Reibungspunkte. Und ich finde, das ist eine interessante Frage. Und ist auch eine Frage, wo man ein bisschen sehen kann, so wie Konzepte sich da entwickeln haben. Das ist also sehr gut etabliert, das Konzept von Fußabdruck, ökologischer Fußabdruck in die Klimadiskussion. Aber bei der Datenfrage gibt es genau das Gleiche. Ist auch die Frage von welchem Fußabdruck, also Datenfußabdruck lasse ich hinter mir, wie viel von meinem persönlichen Leben gebe ich preis. Und wenn man so diese Begriffe nutzt, dann kann man auch vielleicht besser sehen, wie das zusammenhängt. Irgendwie, dass das eher gut ist, einen Fußabdruck zu minimieren, nicht so viel von meinem Leben öffentlich zu machen oder an Großkonzernen zu geben und nicht so viele Energie und Rohstoffe nutzen. Genau, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt und das ist ein Punkt, das irgendwie mit Software neu ist. Das ist eine irgendwie neuere Frage in diese Zeitalter von Daten. Also irgendwie vor Digitalkapitalismus war diese Frage ein bisschen
noch nicht da, das sozusagen. Genau. Und die Frage ein bisschen so, wo wir hingehen damit, das ist natürlich offen und da ist für mich ein Vorteil, dass wir jetzt so ein bisschen Kriterien haben, zu sehen, dass die Kriterien sind auch so gut angepasst an was andere Menschen sich gedacht haben in andere Communities. Und da diese Fragezeichen ist ein bisschen, wo wir hingehen. Und für mich gibt es da eine große Frage, und das ist eine Frage von Fortschritt. Ein Fortschritt, der irgendwie so neu denken werden muss, weil diese weiter so, die wir bisher betreiben haben, das kommt mit riesigen Problemen. Also auf jeden Fall sozialökologische Probleme, aber auch Probleme mit Bezug auf Datenschutz zum Beispiel. Dass, man sieht das jetzt ganz stark, oder diese Abhängigkeit von Großkonzernen, von Tech-Giganten. Genau, und da in dieser Frage, wie macht man das anders, finde ich die Frage von so welche Ebene von Tech ganz interessant, und das ist nämlich, dass Hightech eigentlich sehr oft problematisch ist, weil ein sehr hoher ökologischer Fußabdruck hat, aber auch sehr selten hierarchiefrei ist. Das heißt, es ist so Tech, das entwickelt ist, so durch Konzernen oder beim Militär und dann weitergegeben wird, und wo die Entwicklung nicht so selbstbestimmt ist oder bedarforientiert ist, sondern einfach so gemacht, dass das mehr Profit generiert. Also neben Hightech, also in diesen Problemen, gibt es auch andere Formen von Tech, die da ganz interessant sind. Und was ich jetzt hier Old Tech nenne, ist so ein pragmatischer Umgang, und das ist einfach etwas, das auch sehr verbreitet ist in die Tech-Szene, und das ist, es gibt ganz schön viel, das wir schon haben. Wir haben schon viele Computer, und okay, ich habe jetzt meinen Computer, ich habe auch mein älteres Computer von früher, und der kann ich vielleicht nicht mehr so nützen für manche Programme und manche Sachen, die ich tue. Aber heißt das, dass es muss unbedingt ins Müll? Nee, weil wir können damit noch was tun, und das wäre diese Idee, dass alte Hardware noch weiter benutzt werden kann durch angemessene Software. Und das, das ist zum Beispiel etwas, das machbar ist, so mit Linux-Systemen zum Beispiel, aber gar nicht mit kommerzieller Software, irgendwelche Apple, Microsoft, das weiß ich, dass das steigt auch den Bedarf von was den Rechner tun muss. Genau, und da sieht man zum Beispiel als Klassiker so die Longtime-Support bei Linux-Systemen, wo da klar gemacht wird, dass dieses System wird auf jeden Fall funktionieren für viel mehr Jahre als normalen Durchschnitt, und das ist irgendwie eine Garantie, die gegeben ist. Und das ist wichtig, das heißt, müssen wir nicht unbedingt so viel mehr produzieren, wenn wir schon sehr viel haben. Es gibt auch eine andere Perspektive, nämlich Low-Tech. Und Low-Tech ist so eine radikale Perspektive, die sagt, eigentlich kann man auch so Technik wirklich ganz anders gestalten, mit anderen Kriterien. Und das versucht immer so suffizient zu sein, also so wenig Energie und Rohstoffe und Materialien wie möglich zu nutzen. Und dieses Bild da ist ein super Beispiel. Das ist ein Server von Low-Tech Magazine. Und Low-Tech Magazine ist ein Magazine zum Technik und zum Low-Tech und Sachen. Und die, da gibt es sehr interessante Artikel. Aber diese Webseite ist natürlich auf einem Server, und da kommt auch die ökologische Frage da dran. Und dieses Bild ist ein Bild von dem Server, der nur von Solarpanel getrieben wird. Genau, und das ist einfach alles, was gebraucht ist, das ist so ein Box, ein kleines Solarpanel auf einem Balkon. Der Typ, der das macht, der wohnt in Barcelona. Das funktioniert sehr gut. Und das ist ein gutes Beispiel von wie Technik anders aussehen kann. Das ist ein sehr radikaler Vorschlag, die jetzt also in dem Fall sehr überzeugend ist, finde ich. Genau, und das heißt, es gibt noch viele Möglichkeiten, so anders zu machen.
muss man einfach die guten Kriterien finden und diese ganze Diskussion zum unterschiedlichen Low-Tech-Möglichkeiten oder Software anders gestalten, diese Kriterien folgen, ist ein wichtiger Punkt, um versuchen, da rauszukommen aus den Problemen, die wir gerade haben. Das war's, danke. So, vielen Dank. Gibt es Fragen? Direkt die erste. Also erstmal vielen Dank. Also gerade bei Free- und Open-Source-Software, wo ich ja auch ein ganz großer Fan bin, stellt sich ja oftmals die Frage, da wird halt quasi Software geschrieben, wo man auch reingucken kann und so weiter. Und die Antwort, ne, wie kann ich die verstehen oder selber nutzen? Dann ist die Antwort, ja, guckst halt einfach auf GitHub und da findest du schon den Code. Aber dann erstens ist der ja manchmal sehr schwer zu verstehen und zweitens, wenn der Maintainer dann irgendwie was anderes zu tun hat in seiner Freizeit oder in ihrer Freizeit, dann ist das Projekt ja irgendwie tot und Software, die nicht wächst, stirbt halt. Das heißt, gibt es da irgendwie so eine, hast du da irgendwie Ideen oder Gedanken dazu, wie man sowas wie Software, wo jetzt keine fette Organisation dahinter steht, die dick Finanzen macht und deswegen auch die Sachen ordentlich maintainen kann, wie man da so ein bisschen so eine Langfristigkeit auch in freie Software reinbringen kann? Dankeschön. Ja, danke für die Frage. Also auf jeden Fall ist so ein interessantes Problem und da würde ich sagen, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, da was zu tun. Es gibt Sachen, die das ist eher ein Problem, dass man nicht im Kleinen so adressiert, sondern im Großen. Und ich würde sagen, da auf einer Seite würde natürlich das Problem ganz anders sein, wenn Programmieren, also die Fähigkeit zu programmieren, so eigentlich viel mehr verbreitet sein würden. Das heißt, wenn alle so in der Schule zum Beispiel lernen, wie zu programmieren, wäre das noch eine andere Frage, wie diese Zugänglichkeitsfrage. Aber natürlich nimmt Zeit und das ist auch nur noch eine Seite, weil ein Informatiker, ich lese Code, ist auch nicht immer einfach. Manchmal ist es sehr kompliziert oder viel zu viel Code und so. Und da sind andere Prinzipien auch am Start. Und ich würde sagen, auch das einfach also leicht und einfach zu halten. Da die alte Unix-Philosophie, irgendwie so eine Aufgabe, ein Programm, finde ich sehr gut. Und also es passt auch zu diesen Kriterien und das macht es auch viel lesbarer. Ich würde sagen, da gibt es auch sehr viel, ist einfach so, wo Software anders entwickelt werden könnte. Und das Problem ist, also genau wie gesagt, so die Strukturen, wo wird das entwickelt. Und da würde ich sagen, ist leider so ein Ding, wo es gibt keine gute Lösung innerhalb des kapitalistischen Systems, weil Software ist jetzt entwickelt, entweder in Konzernen und da wird so nicht so zugänglich und nicht so nett und unternutzt oder so klein oder einfach gehalten, was gar nicht ein Ziel, dass der Code dann lesbar ist. Aber wenn das nicht da stattfindet, das stattfindet vielleicht bei Menschen statt, die das in Freizeit machen, die aber daneben arbeiten müssen. Und wenn in einem anderen System, wo zum Beispiel Arbeitszeit sehr stark verkürzt wurde, dann habe ich so viel mehr Tage pro Woche, um auch zu programmieren. Und da vielleicht wäre das viel besser für die ganzen Projekte auf GitHub oder wo sonst, die da mehr Leute haben, die da mitmachen können und die Energie noch haben dafür. Weitere Fragen? Oder ein Kommentar? Aktuell nicht. Ich glaube, bei Open Source, die Leute kämpfen einfach, also dieses gerade, was angesprochen wurde, das ist ja ein Problem, mit dem viel gekämpft wird, also das aufrechtzuerhalten bei kleinen Tools oder so auch und weitergehender Support, Maintenance und Nachhaltigkeit ist auch da immer wieder ein großes Thema. Gut, vielen Dank nochmal an Nikolas. Nochmal einen herzlichen Applaus, bitte.